Ja, hallo zusammen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Effizient Stammtisch der Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern, kurz LEKA. Mein Name ist Kerstin Kopp und ich begleite Sie heute zusammen mit meinen Kollegen Arne Rakel und Janina Kurt sowie unseren Gastreferenten Gregor Feig und Thomas Seifert durch unser Webinar zum Thema Abwärme nutzen im Unternehmen. So, ich schau mal, wir sind mittlerweile 22 Teilnehmer. Aber wie immer kommt da bestimmt der ein oder andere noch dazu. Wir hatten 37 Anmeldungen. Für alle, die zum ersten Mal heute dabei sind, der Hinweis, sie sind als Teilnehmer nicht zu sehen und auch nicht zu hören. Sie sind jedoch herzlich dazu eingeladen, sich jederzeit mit Fragen und Anmerkungen über den Chat zu melden. Und um zu sehen, ob das klappt, würde ich Sie jetzt mal bitten, im Chat zu schreiben, ob Sie mich sehen und hören können. Sehr schön. Danke, Herr Feig. Sehr schön. Gut, dann machen wir weiter. Bevor wir jetzt starten, habe ich noch einige kurze Hinweise für Sie, und zwar zum zeitlichen Ablauf. Das Webinar ist bis 18.30 Uhr angesetzt. Dabei werden wir zunächst drei Beiträge hören. Im Anschluss ab ca. 18.15 Uhr werden wir dann Ihre Fragen beantworten. Sollten Sie zwischendurch Probleme mit der Technik haben, schreiben Sie das bitte Frau Kurt im Chat. Sie hilft Ihnen dann gerne weiter. Ihre Fragen zu den Vorträgen oder auch was Ihren Betrieb angeht, können Sie jederzeit gerne im Chat stellen. Wir werden diese während des Webinars sammeln und dann im Anschluss an die Vorträge an die Referenten stellen. Das hatte ich ja, glaube ich, auch schon gesagt. Im Nachgang zum Webinar erhalten Sie wie immer Zugriff auf die Vortragsfolien sowie die Aufzeichnung. Und ja, als nächstes würde ich Ihnen gerne unsere Referenten vorstellen. Im ersten Vortrag wird Ihnen mein Kollege Arne Rakel, technischer Berater bei der LEKA, aufzeigen, wie Abwärme entsteht, mit welchen Maßnahmen sie genutzt werden kann und welche Fördermöglichkeiten es gibt. Hallo Arne. Guten Abend allerseits. Anschließend erläutert Gregor Feig vom Adsorptionskältesystemhersteller Fahrenheit, wie Wärme in Kälte verwandelt werden kann. Herzlich willkommen, Herr Feig. Grüße Sie, hallo. So, und als Dritten im Bunde haben wir heute noch Herrn Seifert dabei. Er berichtet über seine Erfahrungen in Sachen Planung, Einbau und Betrieb mit Wärmerückgewinnungsanlagen. Hallo, Herr Seifert, Sie sind noch nicht zu sehen, aber das ändern wir spätestens, wenn Sie dran sind. Auch Sie herzlich willkommen. So, bevor wir jetzt in die Vorträge starten, haben wir noch zwei Umfragen für Sie vorbereitet. Zum einen möchten wir von Ihnen wissen, ob Sie Abwärme im Unternehmen haben und wenn ja, warum Sie diese bisher nicht nutzen, wenn Sie sie nicht nutzen. So, dann starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Und diese lautet, haben Sie ungewollte Abwärme von Maschinen und Anlagen in Ihrem Unternehmen? Sie haben die Wahl zwischen drei Antworten. Ja, nein oder ich bin nicht sicher. Ich wiederhole die Frage nochmal. Haben Sie ungewollte Abwärme von Maschinen und Anlagen in Ihrem Unternehmen? Stehen drei Antworten zur Auswahl. Ja, nein oder ich bin nicht sicher. So, ich denke mal, da ändert sich jetzt nichts mehr. Wir können mal das Ergebnis freischalten. Die meisten von Ihnen haben tatsächlich Ja gesagt, aber auch ziemlich viele von Ihnen sagen Nein. Da könnten wir vielleicht noch den ein oder anderen Aha-Effekt haben heute Abend. Und einige von Ihnen sind sich auch nicht sicher. Da haben Sie dann die Chance, das zusammen mit meinem Kollegen Herrn Rakel bei einer Beratung herauszufinden. So, dann schließen wir gleich mal die zweite Frage an. Und die geht nur an die, die gerade mit Ja geantwortet haben und ihre Abwärme noch nicht nutzen. So, und die Frage lautet, warum nutzen Sie Ihre Abwärme in Ihrem Unternehmen bisher nicht? Es gibt wieder drei Antworten, Sie können aber diesmal mehrere auswählen. Und zwar haben wir A, ich weiß nicht wie, B, ich weiß nicht, wozu ich die Abwärme nutzen soll, oder C, die Anlagen, die ich für die Abwärmenutzung installieren müsste, sind mir bisher zu teuer.
So, ich denke mal, das können wir jetzt auch mal wieder freischalten, das Ergebnis. Oh, die meisten von Ihnen sagen tatsächlich, sie denken, dass die Anlagen zu teuer sind. Auch dazu haben wir vielleicht heute mal eine Antwort, denn es gibt ja auch Fördermittel. Dann haben mit 25% von Ihnen geantwortet, dass sie nicht wissen, wozu sie die Abwärme nutzen sollen. Auch da könnte vielleicht eine Beratung von uns helfen. Und natürlich auch, wenn Sie geantwortet haben, ich weiß nicht wie, das haben auch 12,5 tatsächlich gesagt. Okay, dann herzlichen Dank erstmal an Sie. Laut Deutsche Energieagentur lassen sich der Energieverbrauch und die Energiekosten für die Wärmeerzeugung in Unternehmen durch gezielte Abwärmenutzung um bis zu 60% senken. Und genau dazu möchten wir Sie heute informieren. Dabei stellen wir vor, wo Abwärme entsteht, mit welchen Maßnahmen und technischen Anlagen Sie diese nutzen können. Und welche Fördermittel für die Umsetzung der Maßnahmen bereitstehen. Jetzt aber genug der Vorrede und wir starten mal mit unserem ersten Vortrag und ich übergebe das Mikro an meinen Kollegen Arne Rakel. Ja, herzlichen Dank, Frau Kopp, und nochmal ein freundliches Hallo und guten Abend in die Runde. Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, an unserem Webinar teilzunehmen, was wir in Tradition unserer vielleicht dem einen oder anderen noch bekannten Stammtische jetzt leider online durchführen müssen. Wir geben uns Mühe, das trotzdem am Ende auch zu einem Austausch kommen zu lassen, sodass Sie Ihre Fragen loswerden. Und alles Weitere sehen wir dann, wenn wir uns im Nachhinein zu einem persönlichen Termin vereinbaren bei Ihnen im Betrieb. Darauf möchte ich auch am Anfang gleich hinweisen, dass wenn wir hier jetzt allgemeine Strategien und Grundsätzlichkeiten vorstellen, dass das natürlich kein Allheilmittel und kein Patentrezept ist, weil jeder Betrieb anders ist, jedes Unternehmen ist anders und auch jede Kostensituation ist anders. Es bedarf also immer einer individuellen Beratung vor Ort. Dazu bekommen Sie am Ende unsere Kontaktdaten, fühlen sich bitte herzlich eingeladen, auch in den Response-Formularen kenntlich zu machen, wenn Sie eine Beratung vor Ort wünschen. Ansonsten schreiben Sie uns an, rufen Sie uns an. So, meine Vorrede. Jetzt geht's los. Abwärme nutzen im Unternehmen. Ich habe das gegliedert in drei Punkte. Erstmal stelle ich Ihnen noch mal ganz kurz die LEKA und die Kampagne MV Effizient vor. Dann werden wir über Abwärmenutzungsmöglichkeiten im Unternehmen sprechen. Und zum Dritten die doch sehr, sehr, sehr fragile, momentan fragile Situation zu Fördermitteln besprechen. So, noch ganz vorneweg ein Wort zu mir, damit Sie auch wissen, wer Ihnen hier heute was erzählt. Ich bin also Maschinenbauingenieur, habe Energietechnik studiert, war nicht immer im Büro beratend tätig, sondern habe schon ein paar Jahre in der Praxis gearbeitet, in der Entwicklung, dann im Vertrieb. Dann war ich selbstständig, habe Anlagen gebaut, wie man auf den Bildern auch sehr schön sieht, und bin dann in die Planung wieder gegangen und jetzt schlussendlich in der Beratung für Unternehmen gelandet über erneuerbare Energien, mit denen ich von Anfang an schon immer zu tun hatte. Kann ich Ihnen also eine Menge auch aus eigener Erfahrung erzählen. So, die Kampagne MV Effizient ist eine Kampagne der LEKA, die Landesenergie- und Klimaschutzagentur, gibt es seit 2016. Wir sind derzeit 12 Mitarbeiter an drei Standorten tätig, in Stralsund, Neustrelitz und Schwerin. Zu den Aufgaben der LEKA zählt es, neben unserer Kampagne Unternehmen zu mehr Energieeffizienz zu verhelfen, auch die allgemeine Akzeptanz erneuerbarer Energien durch Öffentlichkeitsarbeit zu stärken und auch die Gemeinden und Kommunen zum Bürgerbeteiligungsgesetz bzw. dessen Anwendung zu beraten. Das alles mit dem ausgeschriebenen Ziel, den Klimaschutz und die Umsetzung der Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern nach Kräften zu unterstützen. So, ja, uns haben Sie jetzt schon fast alle kennengelernt. Die Kampagne MV Effizient besteht also aus meinen beiden Kolleginnen, die jetzt auch heute wieder im Hintergrund dankenswerterweise die Strippen ziehen. Das ist einmal Frau Kurt und einmal Frau Kopp, die Sie eben schon kennenlernen durften, und mir als technischen Berater. Das Ziel der Kampagne MV Effizient, ich habe es eben schon mal kurz gesagt, ist natürlich Energieeffizienz zu steigern, also im Grunde genommen mehr Netto vom Brutto zu haben, Verluste zu senken, Energie einzusparen und damit letztendlich Kosten und Emissionen einzusparen. Wie machen wir das? Ja, wir sind eine geförderte Kampagne des Landes. Wir schreiben keine Rechnungen, das Ganze ist also kostenlos, was wir anbieten, dürfen allerdings auch keine
Leistungen erbringen, die am Markt durch Kollegen kostenpflichtig erbracht werden können. Das heißt, wir machen Erst- und Initialberatung und begleiten Sie als Lotse und vermitteln Sie dann, dazu sage ich in der Folge dann nochmal was. Wir führen so wie heute auch Fachveranstaltungen durch Stammtische, Online-Stammtische. Wir besuchen Veranstaltungen und sind für Sie jederzeit auch vor Ort, wenn es darum geht, Neuigkeiten zu erfahren. Wir beraten alle gewerblichen Unternehmen in MV. So, ja, unsere Beratungsleistung liegt, wie schon gesagt, der Natur der Sache der Erst- und Initialberatung geschuldet ziemlich weit am Anfang des Weges vom Start zum Ziel. Ziel ist also eine realisierte Anlage in Betrieb genommen und gut funktionierend. Wir können am Anfang, da wir also als Erstberater fungieren, zunächst erstmal eine Ist-Analyse mit Ihnen gemeinsam machen. Das machen wir mit einem Schnelltest. Dann machen wir eine technische Beratung, eine Potenzialabschätzung. Wir helfen Ihnen beim Vergleich mit branchenüblichen Betrieben, bewerten Ihre bisherigen energetischen Lösungen und stellen Ihnen einen ersten Maßnahmenvorschlag vor, erste Maßnahmenvorschläge vor. Und dann vermitteln wir Sie möglicherweise weiter zu Energieberatern, Planern, Förderantragstellern, bis sie dann zu den Unternehmen kommen, nachdem sie ausschreiben oder beauftragt haben, die ihnen die Lösungen schlussendlich bauen können. Das, was Sie hier sehen, finden Sie auch alles auf unserer Internetseite, können sich das in Ruhe nochmal angucken, falls es dem einen oder anderen zu schnell geht. Ich straffe das jetzt immer ein bisschen, weil wir es schon wirklich sehr oft gemacht haben, versuche mich dabei aber auch zu bremsen, um die Leute, die es zum ersten Mal hören, nicht zu verstören. Wir arbeiten natürlich in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern mit Fachpartnern zusammen, Dachverbänden, da wir nicht jeden Betrieb einzeln eins zu eins akquirieren können. Sie haben schon unsere geringe Mitarbeiterzahl mitbekommen. Das heißt, wir arbeiten sehr gut mit ca. 25 Kooperationspartnern zusammen. Das sind IHKs, Handwerkskammern und alles, was da so drauf aufgeführt ist. Wir sind sehr stolz auf diese erfolgreichen Kooperationen. So, dazu haben wir eine Website. Falls Sie uns dann tatsächlich doch mal nicht erreichen können, können Sie im Internet auf unserer eigens für die Kampagne gegründeten Internetseite sich jederzeit informieren. Dafür haben wir eine Firmendatenbank, das sogenannte Effizienznetzwerk, wo Sie Partner, mit denen wir im Laufe unserer Kampagne gut und erfolgreich zusammengearbeitet haben, finden können, um sich vielleicht dann den ein oder anderen Ansprechpartner dort schon mal zur Information anzuschauen. Das Ganze, wie gesagt, im Internet auf unserer Website. Und auch das heutige Thema ist dort separat ausgeflaggt. Wenn es dann um Wärmerückgewinnung geht, finden Sie dort die Firmen, mit denen wir bereits zusammengearbeitet haben. Wir haben in diesem Programm, in diesem Format der Stammtische 8 Themen aufgestellt, die wir so nach Evaluierung mit den Unternehmen als wichtig erachtet haben. Das sind, ich will sie jetzt im Einzelnen gar nicht alle aufzählen, aber es sind im Wesentlichen die energieintensiven Tätigkeiten oder Prozesse, die in einem Unternehmen auftreten können. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, den sehen Sie schon an dritter Stelle, Wärmerückgewinnung aus Abwärme ist ein wichtiger Punkt. Wir haben neu hinzugenommen für dieses Jahr die Wasserstoffnutzung. Auf starke Nachfrage hin kommt immer wieder die Frage, wann können wir endlich damit fahren, fliegen, heizen oder sonst wie die Welt retten. Und wir versuchen dort also Know-how vom gegenwärtigen Stand der Technik, das bedeutet nicht aus der Wissenschaft, sondern aus der Anwendungstechnik, in Ihre Kreise zu bringen, um Sie entsprechend Ihren Wissensdurst dort auch über machbare und praktikable Lösungen zu stillen. Der Stammtisch zum Wasserstoff wird im Laufe dieses Jahres auch stattfinden und dann werden Sie auf unserer Website darüber sich auch informieren können. Nur falls ich es jetzt nicht gesagt habe, wann das sein wird. Ja, und das ist mal ein Zwischenfazit, was wir nach 3 Jahren jetzt schon mal ziehen können, dass die Anzahl unserer Beratungen, die Anzahl der beratenden Energieeinsparungen, letztendlich auch der Emissionen, die eingespart werden können und natürlich unsere Öffentlichkeits- und Marketingbemühungen mal auf einem Blatt so ein bisschen plakativ zusammengestellt. So. Dann haben wir einen Wettbewerb durchgeführt Ende des letzten Jahres für die herausragendsten Energieeffizienzmaßnahmen in Unternehmen. Dann haben wir eine sehr schöne Preisverleihungsveranstaltung in Rostock durchgeführt. Das sind mal ein paar Impressionen dafür. Wir hoffen, dass wir diese Veranstaltung in Zukunft nochmal wiederholen können. Das hängt so ein bisschen von der Kooperationswilligkeit unseres Auftraggebers zusammen. Sie wissen, neue Landesregierung muss sich erstmal sortieren und formieren. Die Trennung von Energie- und Klimaschutz ist ein bisschen unglücklich in den jetzigen Ministerien. Wir versuchen, das zusammenzuhalten und weitestgehend gemeinsam zu bearbeiten und würden uns freuen, wenn wir in diesem Jahr wie auch in allen folgenden wieder solche Wettbewerbe veranstalten können, weil wir merken, dass die Unternehmen dadurch auch in Austausch kommen und sehr stark auch von den vorgestellten und ausgezeichneten Lösungen profitieren können. So,
Jetzt kommen wir endlich zum fachlichen Teil nach der Vorrede. Ich hoffe, ich bleibe im Zeitplan. Werde Sie also jetzt versuchen, nicht zu sehr mit Physik zu quälen, sondern wir nähern uns der ganzen Geschichte mal so ein bisschen von außen und versuchen mal das Thema einzukreisen, was denn überhaupt Abwärme ist und wodurch sie zustande kommt. Vorneweg möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz eine allgemeine Folie zeigen. Da sehen Sie, wie wichtig es ist, auf die Energieverbräuche von Anlagen zu achten, im Gegensatz zu den meisten, die doch immer mehr sehr stark nur an die Investition glauben und die Wichtigkeit der Investition, ist es bei fast allen energieintensiven Anlagen so, dass über den Lebenszyklus, also die Nutzungsdauer der Anlage in ihrem Betrieb, die weitaus größeren Kosten durch Energiekosten verursacht werden. Das bedeutet, ein Investment in möglichst effiziente Technik, die Verluste vermeidet und auch Verlustenergien wieder zurückführt, lohnt sich am Ende, wie Sie hier sehen können, 4 bis 5 Mal so stark. Das ist ein wichtiger Umstand. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen erläutern, aber Sie wissen, dass gerade im Hintergrund der steigenden Energiepreise ein ganz wichtiges, zunehmend wichtiges Thema ist. Und nicht zuletzt ist die CO2-Abgabe, die ist auch zu erwähnen, denn die CO2-Abgabe kommt auch als steigende Belastung auf die Unternehmen zu. Und wenn Sie möchten, wenn Sie sich das mal ausrechnen möchten, können Sie das auf dem Rechner, den wir auf unserer Website veröffentlicht haben, können Sie das gerne tun. Dann sehen Sie, was in den zukünftigen Jahren auf Sie zukommt. So. Jetzt kommen wir dann tatsächlich wirklich endlich zur Technik. Ich habe das schon kurz angerissen. Wir haben natürlich einen Energieverbrauch in jedem Unternehmen. Dieser Energieverbrauch wird am Jahresende von Ihnen bezahlt. Und Sie fragen sich, ist tatsächlich alle bezahlte Energie in meine Wertschöpfung geflossen? Habe ich damit Gewinne erzielen können? Ist das Ganze mit möglichst wenig Verlusten behaftet gewesen? Ja und nein, das ist beim einen mehr, beim anderen weniger der Fall. Ich muss darauf hinweisen, dass wir über sogenannte Verlustpunkte reden. Das sind einmal Anlagenverluste, die einfach in der Effizienz der Energieumsetzung in den Anlagen begründet ist. Sie wissen, dass Beleuchtung, Heizkessel, Kompressoren und sonstige Maschinen, die immer von Energieumwandlungen begleitet sind, sei es von Strom in Kraft oder von Wärme in andere Nutzenergieformen, dass sie immer Verluste haben durch die Wirkungsgrade in den Anlagen. Und das sind die sogenannten Anlagenverluste. Da ist man natürlich bemüht, immer möglichst aktuell neueste Technik einzusetzen. Aber wenn sie einmal angeschafft ist, ist sie nun mal da. Und die Verluste sind dann damit auch da. Da müssen wir darauf achten, da versuchen wir sie darauf hinzuweisen und den Punkt nicht zu verpassen gemeinsam, wo ein Investment in eine neuere Anlage mit höherem Wirkungsgrad wirtschaftlicher wäre, als die alte Anlage weiter zu betreiben. Das bedeutet konkret im Beispiel einer Umwälzpumpe, wenn die Einsparung, die eine neue Umwälzpumpe für Sie erwirken kann, größer ist als die Kosten, die sie verursacht, über die Nutzungszeit gesehen, dann raten wir Ihnen dringend dazu, das zu tun. Das sind Anlagenverluste, mal an einem kleinen Beispiel einer Umwälzpumpe. Und dann haben wir natürlich auch Nutzungsverluste in Ihrem Betrieb. Das sind immer die Endenergieprodukte, die von den Abwärme von Maschinen herrühren, von Kompressoren, von Beleuchtung, von sonstigen Anlagen, die entweder in Ihrem Gebäude sich verlaufen oder direkt auch nach außen gegeben werden. Diese Nutzungsverluste versucht man einzudämmen, zum Beispiel durch Wärme- und Kälteschutz, aber auch durch Betriebsweise, Nutzerverhalten, Steuerung und Regelungsmaßnahmen. Grundsätzlich muss man wissen, dass alle Energie, die Sie in Ihren Betrieb reinbringen, am Ende zu Verlusten wird. Nicht finanziell, das sollte nicht so sein, aber technisch gesehen ist das alles der Dissipation zur Dissipation verdammt. Das heißt, wann immer Sie eine elektrische Maschine betreiben, ja, die verrichtet Arbeit, aber sie verrichtet auch jede Menge Widerstand und Reibung, sind immer Verluste, die äußern sich dann in der Raumluft oder in der Gebäudehülle oder auch in Stoffströmen, die Ihre Firma verlassen. Die versuchen wir also sichtbar zu machen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, darüber nachzudenken, mit geeigneten und bezahlbaren technischen Maßnahmen diese Verluste zurückzugewinnen und wieder in den Prozess zurückzuführen. Dann haben wir für die Effizienz etwas getan und haben, wie schon am Anfang gesagt, mehr Netto vom Brutto und damit einen höheren Beitrag zur Wertschöpfung und letztendlich auch eine höhere Wirtschaftlichkeit in Ihrem Betrieb. So, Sankey-Diagramm. Da kann man viel zu sagen, aber wir wollten ja auch ein bisschen technisch werden. Ich komme da gleich zu. Unsere Grundsätze zur Energieoptimierung vielleicht nochmal auf dem Weg, kurz angesprochen. Wir versuchen mit Ihnen
herauszufinden, ob ihre Leistungen angemessen sind, die sie aufnehmen. Das heißt also die Wärmeleistungen, die elektrischen Leistungen. Ansonsten empfehlen wir Ihnen, diese Leistungen anpassen zu lassen, einfach um Über- und Unterversorgung auszuschließen. Das ist nicht sehr effizient. Im selben Zuge versuchen wir, Verluste sichtbar zu machen und diese zu minimieren durch Vorschlag geeigneter Maßnahmen. Und nicht zuletzt, es ist auch immer eine Prüfung wert, erneuerbare Energien im Unternehmen zu nutzen. Dazu zählt Abwärme ausdrücklich nicht, es sei denn, sie ist aus erneuerbaren Energien entstanden. Wenn man Abwärme von fossilen Energieträgern benutzt, ist es keine erneuerbare Energie. Leider so muss man immer wieder sagen, dass Abwärme aus Betrieben nicht zur Beheizung von Wohnsiedlungen verwendet werden kann, um ihre erneuerbare Energiequote zu decken. Das ist eine sinnvolle Sache, aber nicht, um erneuerbare Energien dabei zu nutzen. Letztendlich ist das Ziel, wie schon gesagt, Energiekosten und Emissionen einzusparen. Und wir beginnen in der Regel, wenn wir in einen Betrieb kommen, immer mit der Frage, wissen Sie eigentlich, wo die ganze Energie bleibt? Und dann kommt immer so die Antwort, naja, wir bezahlen es ja. Ja, sage ich aber genau, wissen Sie in Ihrem Produkt, wissen Sie produktscharf oder leistungsscharf, wo die Energie tatsächlich drinsteckt? Was sagt Ihr Controlling? Was sagt Ihre Kalkulation? Und dann kommen wir sehr schnell an den Punkt, wo wir feststellen müssen, wenn wir es nicht messen, können wir es auch nicht verbessern. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Anfangszustand, den wir durch Messung ermitteln, damit wir wirklich einen Ausgangspunkt haben, von dem aus wir Verbesserungen nachweisen können. Wenn wir es nicht messen, können wir es nicht verbessern. Dazu nimmt man dann Energiecontrolling-Maßnahmen oder Energiemanagement-Maßnahmen in Anspruch. Das können wir in einem geeigneten Stammtisch, gesonderten Stammtisch auch nochmal besprechen. Wir haben auch umfangreiches Informationsmaterial dafür da. So, zur Abwärme ist zu sagen tatsächlich, dass sie eigentlich doppelt teuer ist, weil sie ungenutzt bleibt und immer wieder erzeugt werden muss. Das bedeutet, die Nutzung, wenn Sie Abwärme nutzen, spart im Grunde genommen mehrfach. Erstens sparen Sie die bei der Wiedererzeugung ein und natürlich auch bei der Anlagenbelastung, das heißt beim Verschleiß. Die Abwärme kann aus der Wärmenutzung stammen, sei es, dass Sie sie zum Beispiel als Abgaswärmeverluste in Wärmeerzeugern verlieren, sei es, dass Sie an Abstrahlverlusten verlieren, an warmgehenden Rohrleitungen oder kaltgehenden Rohrleitungen, oder sei es, dass Sie einfach durch Prozessabwässer aus dem Firmenkreislauf verlieren. Dann haben Sie Abwärme aus Wärmenutzung, und wenn Sie Abwärme aus Arbeitsprozessen sehen, dann sind das natürlich die klassischen Prozesse, in denen Reibung entsteht, wodurch Elektroenergie zum Beispiel Antriebe bewegt werden, Reibungsverluste auftreten, die wiederum in Wärme umgewandelt werden. Es können natürlich auch Widerstände sein in elektrischen Anlagen, natürlich auch Strahlungswärme, die als Verluste auftreten. So, hier haben wir mal als Beispiel so einen Prozess nochmal in so einem Blockschaltbild veranschaulicht. Ich will darauf mal eingehen. Also wenn Sie Primärenergie in so eine Umwandlung mit einem Wirkungsgrad reinbringen, dann haben Sie halt nur einen beschränkten Teil der nutzbaren Energie daraus. Der andere Teil ist die Abwärme, und in der Vergangenheit, als Energie noch nichts gekostet hat, war Abwärme, naja, brauchen wir jetzt nicht, wir haben ja gerade Sommer, also mach auf die Tür, das Tor, das Dach und weg damit und erzeug mal lieber neu, ist ja günstig. Heute ist es so, dass es zu teuer ist und wir also eine Ineffizienz uns nicht mehr leisten können und auch die Emissionsbelastungen dadurch verschlechtert werden. Das bedeutet, Abwärme darf kein Abfall sein. Wir versuchen sie zu rezirkulieren, um einen Zusatznutzen zu generieren, der zu den gewünschten Einspareffekten führt. Das heißt, wir wollen Abwärme vermeiden. Energie gezielt einsetzen. Dazu zählt auch, dass wir Einsatzstoffe, Rohstoffe und Verfahren gezielt auswählen, die also möglichst geringe Abwärme produzieren. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel Verpackungsmaschinen nicht immer Schweißtunnel oder Schweißgeräte nehmen, sondern versuchen, mit niedrigem Wärmebedarf mechanisch effizientere Energieumwandlungen einzusetzen. Das kann dann zum Beispiel auch ein niedrig schmelzender Kleber sein oder eine Benzelmaschine oder verschiedene Vorschläge, die man dort als Rohstoff- und Verfahrensauswahl einsetzen kann, einfach um Abwärme zu vermeiden. Wenn wir sie tatsächlich reduziert haben auf das absolut unvermeidliche Maß, dann reden wir über geeignete Anlagen, wie wir sie in Prozesse zurückführen können oder im Betrieb anders auf niedrigerem Temperaturniveau wieder nutzen können oder weiter nutzen können oder wie wir sie möglicherweise auch extern zur Weiternutzung anbieten können. Abwärmequellen, dazu sage ich auf der nächsten Folie gleich nochmal was, aber hier sind schon mal so Vorgeschmäcker, also Abluftanlagen, natürlich Druckluftanlagen,
Kompressoren, Prozesse, Maschinen, Kälteanlagen und auch Abwasser sind typische Abwärmequellen. Hier sehen Sie mal auf der Folie, was ich eben gesagt habe. Die Quellen haben wir schon fast alle erwähnt. Wenn man jetzt die Senken betrachtet, die sind erstmal unsortiert. Ja, wo kann ich denn hin mit der Abwärme? Ja, man könnte damit Strom erzeugen. Das klingt sportlich. Wie mache ich das? Die nächste Frage. Man könnte damit Kälte erzeugen. Auch nicht schlecht. Klingt unglaubwürdig, aber wir haben ja heute jemanden hier, der das uns erklären wird. Herr Feig von der Firma Fahrenheit kennt sich mit sowas aus und wird es uns erklären. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir die Raumwärme- und Warmwassererzeugung. Das kann man noch am leichtesten verstehen. Klar kann man mit Abwärme dann über Pufferspeicher das Brauchwasser erwärmen oder auch die Heizung unterstützen, wenn es Niedertemperatur ist. Kein Problem, sich das vorzustellen. Oder aber man gibt es extern weg, bietet es jemandem an, der das mit einer Wärmepumpe wieder nutzbar macht, in ein Nahwärmenetz oder von mir aus für andere Zwecke. Das ist auch vorstellbar. Die großen Fragezeichen sind eigentlich die, haben Sie eben schon gehört, wie könnte man daraus Strom machen? Wie könnte man daraus Kälte machen? Für die Kälte, habe ich gesagt, haben wir heute jemanden hier. Stromerzeugung ist nochmal ein Fall für jemanden, der eigentlich auch heute hier ist und sich damit sehr gut auskennt, den ich hoffe, für einen unserer nächsten Stammtische gewinnen zu können. Ein Mitarbeiter von einem Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern, ehemaliger Mitarbeiter, der von einem Unternehmen, das sogenannte ORC-Anlagen hergestellt hat, die in der Lage sind, wie eine Rückwärtswärmepumpe, muss man sich vorstellen, in die man Wärme reinsteckt und aus der Strom rauskommt, ORC, Organic Rankine Cycle Maschine, die können dann quasi Abwärme verstromen. Das hoffe ich in einem der nächsten Stammtische für Sie auch anbieten zu können. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. So, ja, jetzt haben wir die Temperaturniveaus. Jetzt nähern wir uns dem nicht so schönen Teil der Abwärmediskussion, denn die Abwärme ist tatsächlich dadurch gekennzeichnet, dass sie verschiedene Temperaturqualitäten hat. Und je niedriger die Temperatur ist, desto mehr haben wir davon. Und die Hochtemperaturabwärme ist leider relativ selten, ist natürlich am universellsten einsetzbar. Deswegen wird das klassifiziert, T20 bis T90. Und jedem ist klar, dass man mit der Abwärme naturbelassen, so wie sie ist, nichts Wärmeres versorgen kann, sondern höchstens etwas Kälteres. Und wenn ich irgendwann nichts Kälteres mehr habe, ja, dann habe ich sie einfach über, dann müsste ich sie wegschmeißen. Es sei denn, ich führe einen genügend breiten Abwärmestrom zum Beispiel einer Wärmepumpenanlage zu und booste die Abwärme wieder auf ein Temperaturniveau, das wieder in meinen Prozess reinpasst. Das Ganze muss ich rechnen, es muss geplant werden, aber es ist durchaus machbar und gängige Praxis in größeren Anlagen. So, hier sehen Sie nochmal diesen klassischen Temperaturstreifen, die Quellen nach ihren Temperaturen sortiert und die Senken ebenfalls nach ihren Temperaturen sortiert. Aber im Wesentlichen ist das, was ich eben gesagt habe, dadurch nur nochmal anders dargestellt. Sie können die Abwärme nur auf demselben oder auf geringerem Temperaturniveau nutzen. Und wenn Sie keins mehr haben, dann heißt es entweder Perdue oder Wärmepumpe. Wichtiges Merkmal der Abwärme ist tatsächlich die verfügbare Energiedichte und Menge. Das heißt also nicht einmal heiß ist gleichzeitig viel, sondern wir brauchen Energiedichte. Das heißt, wir müssen die Wärmeströme bilanzieren, um zu sehen, was wir damit machen können. Wir müssen sehen, wann sie anfällt, ob sie kontinuierlich oder schwankend ist, saisonal, wie viele Stunden im Jahr sie auftritt, um letztendlich die Nutzungsmöglichkeiten planen zu können. Und die Medien der Abwärme sind natürlich auch wichtig, danach sind Sie auch schon gefragt worden, oder kommt noch eine Frage, ist es nun Abgas, ist es Abluft, ist es Kühlwasser, wo können wir die Abwärme nutzen, woher müssen wir sie beziehen, da gibt es teure und günstige Lösungen und natürlich ist die Frage der Verschmutzung des Mediums, das warmgehend ist, dann auch nochmal wichtig, um die Materialverträglichkeit prüfen zu können. Ja, das sind jetzt Beispiele, wie man zum Beispiel die einfachste Form von Abluftwärme zurückgewinnen kann, entweder mit Kreislaufverbundsystemen über Wärmetauscher, die der Abluftwärme entziehen. Das sehen Sie hier ganz links. Der beheizte Raum gibt seine Wärme ab und die kalte Zuluft nimmt die Wärme wieder auf über einen zweiten Wärmetauscher, einen Pumpenkreislauf, der die Wärme überträgt und somit haben Sie schon eine geringere Heizlast in dem Raum. Das Ganze geht natürlich auch in Kompaktgeräten, in sogenannten Luftbehandlungsstrecken, teilweise mit Rotationswärmetauschern. Da gibt es Zeolithwärmetauscher, Exergiewärmetauscher, da kann man eine Menge machen. Das ist aber letztendlich dann der Punkt, Abluftwärme zurückzugewinnen, ohne Aufwertung durch Wärmepumpen, sondern 1:1.
So, dann haben wir die Möglichkeit, bei der Druckluft die Abwärme zu nutzen aus der Erzeugung von den Elektromotoren und Kompressoren. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Nur eine interessante Alternative ist, glaube ich, Firma Postberg gewesen, hat mich sehr beeindruckt. Ein Druckluftkraftwerk, was statt eines elektrischen Antriebs der Verdichterstufe einen Gasmotor verwendet und gleichzeitig die Heizung übernimmt mit dem Kühlkreislauf, sehr effizient die Wärmeversorgung gestalten kann. Also ein sogenanntes Druckluft-BHKW. Auch so etwas gibt es. Nähere Infos gerne bei uns. So, jetzt muss ich gucken, dass ich mit der Zeit klarkomme. Ich glaube, gut. Abwärme aus Kälteanlagen ist ein ganz interessanter Punkt, auch wenn Sie Rückkühler kennen, die auf Dächern von Firmen stehen, wo also Kondensationswärme sinnlos in die Umwelt gepustet wird, muss alles nicht sein. Wenn gleichzeitig Warmwasserbedarf besteht, kann man die Vorkondensation in Warmwasserspeichern entweder direkt oder in Wärmetauschern auch sehr effizient nutzen, um Wärme aus Tiefkühlzellen oder Kälteanlagen, Kühlhäusern zu benutzen, um Wärme zu produzieren. Natürlich muss man wissen, wo man mit der Wärme hin will. Dazu braucht man Beratung. Kommen Sie gerne zu uns, wir sprechen darüber. Natürlich ist das beim Abwasser genauso. Wenn Sie zum Beispiel Prozessabwässer, Kühlwässer oder Produktionsabwässer haben, die können Sie natürlich einmal wasserseitig recyceln, aber Sie können auch die Wärme rausfiltern, um schlussendlich geringere Wiedererwärmungsaufwände zu haben. So, dann der nächste Punkt kommt dann durch Herrn Feig nochmal. Das ist ein interessantes Thema, wie Sie mit der Abwärme dann letztendlich Kälte erzeugen. Ist ein Prozess, der heißt Adsorption oder Absorption. Dazu werden Wärmepumpen eingesetzt, die keine mechanisch angetriebenen Verdichter haben, sondern thermisch angetriebene Verdichter. So, und hier ist mal ein Beispiel, das will ich gar nicht erwähnen, weil wir jetzt schon knapp an der Zeit sind, aber eine Broschüre möchte ich Ihnen ans Herz legen. Die klimafreundliche Gebäudeklimatisierung, es ist eine Broschüre des Umweltbundesamtes, ist sehr, sehr gut und gut verständlich beschrieben, was für Möglichkeiten es gibt, können sich kostenlos bestellen. Ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber die Physik hat sich daran eigentlich nicht verändert. So, Fördermittel, seien Sie nicht böse, dass ich jetzt für den fachlichen Teil ein bisschen länger gebraucht habe, weil der Abschnitt der Fördermittel ist momentan wirklich so fragil, dass wir darauf gar nicht detailliert im Einzelnen eingehen können. Ich will nur so viel sagen, es gab Fördermittel, die wurden nicht genügend ausgeschöpft. Es wird in Zukunft mehr Fördermittel geben, die helfen wir Ihnen auszuschöpfen. Momentan geistert seit gestern etwas durch den Blätterwald, dass die KfW-Fördermittel und BEG-Fördermittel angehalten wurden. Die wurden nicht abgeschafft, sie wurden nur angehalten, weil sie gnadenlos überzeichnet waren. Das betraf auch Produkte der KfW. Ich kann aber nur sagen, das ist ein Neustart der Förderkulisse, der bevorsteht. Und dem zuliebe wurde jetzt auf die Notbremse zur Neusortierung getreten. Das heißt, die Förderstrukturen werden geändert und es wird deutlich den Zielen der Bundesregierung entsprechend mit Förderung zu rechnen sein. Das bedeutet, das muss alle 4 Wochen dann tatsächlich nochmal gecheckt werden und wir können dort keine Aussagen bis zum Jahresende vornehmen. Es wird grundsätzlich dabei bleiben, dass es Fördermittel geben wird für Beratung und Planung, Fördermittel für Gebäude, Gebäudesanierung, energetisch, thermisch und es wird Fördermittel geben für Prozesse und Anlagen, ganz besonders, wenn sie erneuerbare Energien einsetzen. Hier sind nochmal ein Teil der alten Fördermittel aufgeführt für Beratung, Gebäude. Und hier ist ein Förderwegweiser von der KfW vom Modul 295, was für Produktionsbetriebe sehr gut geeignet ist, wo Sie bis zu 55% Fördermittel akquirieren können. Das Ganze können Sie dann auch mal anklicken, aber wie gesagt, im Moment eine Gültigkeitsdauer von 1 bis 2 Wochen, dann kann sich schon wieder ändern. Nur, dass Sie im Hinterkopf haben, 50% Fördermittel sind prinzipiell machbar. So, jemand, der Ihnen hilft, ist auch Frau Beitz, die sitzt im Landeszentrum für erneuerbare Energien in Neustrelitz. Die berät also Unternehmen, Kommunen, Gemeinden für die Förderbeantragung. Dort können Sie sich an Sie wenden. Wenn Sie aus der Region kommen, der Weg zu ihr kürzer ist, gehen Sie auch bitte gerne zu ihr, ebenfalls wie wir, kostenlos und neutral. So, ich habe es am Anfang schon gesagt, ein Vortrag ersetzt keine individuelle Beratung. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail, machen Sie einen Haken dafür, dass Sie beraten werden wollen und wir melden uns bei Ihnen und sind gern für Sie da. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und entschuldigen Sie, dass ich ein bisschen länger gebraucht habe. Ach, das ging doch noch, Arne. Herzlichen Dank. bevor wir mit dem zweiten Vortrag von Herrn Feig weitermachen, haben wir noch mal eine kleine Umfrage für Sie vorbereitet. Und da ist sie auch schon, genau.
Und die Frage lautet, wo tritt Ihre Abwärme auf? Und wir haben vier Antworten zur Auswahl und mehrere Antworten sind möglich. A, Abluftrohre, B, Raumluft, C, Kühlwasser oder D, Kältemittel. Das ist ein sehr typisches und sehr positives Ergebnis, was auch meine Erfahrung widerspiegelt. Sie sind hier genau richtig heute. Okay, ich glaube, wir schalten das mal frei. Wenn du möchtest, Arne, dann kannst du das auch gerne kommentieren, das Ergebnis. Ja, gut, also Sie sehen, dass der überwiegende Teil in der Raumluft vermutet wird und dort mit Sicherheit auch liegt. Und der wird dann lästig, wenn Sie keine Energie mehr brauchen, ist aber im Winter willkommen, weil Sie keine Energie hinzufügen müssen. Die Frage ist, was machen wir damit tatsächlich? Welche Konzepte haben wir, um die Abwärme in der Raumluft nutzbar zu machen? Kühlwasser und Kältemittel fasse ich mal zusammen. Das sind tatsächlich Firmen, die Kälteanlagen haben. Die Abwärme geht über Dach weg bisher. Die Frage ist, wie können wir sie nutzbar machen? Und Abluftrohre zählt auch zur Luft. Also es ist ziemlich genau das Bild, was wir auch in der Praxis vor Ort kennen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Genau. Und wie Sie die Abwärme aus diesen Medien zum Kühlen nutzen können, erzählt uns unser nächster Gast und das ist Gregor Feig. Nach Abschluss seines Studiums im Bereich Bau arbeitete Gregor Feig mehrere Jahre in Planungsbüros, bevor er in den Vertrieb wechselte. 2011 war er erstmals für die Firma Fahrenheit, damals noch unter anderem Namen, als Regionalvertriebsleiter tätig. Nach einem Zwischenstopp bei einem Unternehmen für Gebäudesimulation kam er 2016 zurück und leitet seitdem den Vertrieb bei der Fahrenheit GmbH. Und nun sind wir gespannt darauf zu hören, wie man aus Wärme Kälte erzeugen kann. Sie haben das Wort, Herr Feig. Ja, hallo. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich, Ihnen was erzählen zu können heute über ganz generell Kälte aus Wärme, aber vor allem in Bezug auf unsere Technologie. Und ich würde mal damit anfangen, wer wir sind. Also wir werden dieses Jahr 20 Jahre alt, sind also eine Ausgründung aus dem Fraunhofer ISE, also dem Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Und wir sind der europäische Pionier der Adsorptionstechnologie. Wir waren die erste Firma, die Adsorptionskältetechnik in Europa gemacht hat, eben unter dem Namen Sortech, und haben sie auch am weitesten weiterentwickelt. Unser Hauptsitz ist zwar offiziell in München, praktisch ist aber in Halle an der Saale, wo nämlich die Produktion und das Entwicklungszentrum ist und wo ungefähr 3/4 aller Leute sitzen, die bei uns so arbeiten. In der nächsten Folie geht es darum, warum man überhaupt Adsorptionskältetechnik nutzen sollte. Der erste Grund ist relativ nachvollziehbar, weil man halt eben, wenn man Wärme nutzen, die Kälte zu erzeugen, entsprechend Strom spart, den man sonst in der Kompressionskältemaschine verwenden müsste. Und um das so ein bisschen zu dimensionieren, ist so der im Jahresdurchschnitt ungefähr 70% Stromersparnis, wenn man das Gesamtsystem betrachtet, und ungefähr 90%, wenn man nur die Kälteerzeuger, also Kompression gegenüber Adsorptionskältetechnik vergleicht. Warum ist da ein Unterschied? Einfach deswegen, weil die Umwandlung von Wärme zu Kälte mehr Kilowattstunden eben Wärme braucht, als ich Kilowattstunden Strom brauche, um dieselbe Menge an Kälte zu erzeugen. Was bedeutet, dass auch wieder mehr Wärme abgegeben werden muss und dadurch die Peripherie ein bisschen mehr an Strom braucht. Trotz alledem sind aber um die 70% Stromersparnis trotzdem sehr erfreulich. Der zweite Punkt wird auch immer wichtiger, nämlich dass unser Kältemittel schlicht und ergreifend Wasser ist und damit keinen Regularien unterliegt, also die F-Gase-Verordnung der EU zum Beispiel, wo man entsprechend Global Warming Potential ausphasen muss und soll, was die Kältemittel immer teurer macht, trifft für uns halt einfach nicht zu. Und diese beiden Punkte sind schon wichtig genug für die Zukunftsfähigkeit der Anlagen, die man da baut. Hinzu kommt noch, dass sie sehr langlebig und wartungsarm sind, was das Ganze halt eben nochmal optimiert.
Wie Adsorption funktioniert, erklären wir immer gerne anhand von einem Versuch, den wir auch so als kleines Video haben, wenn man das kurz einspielen könnte. Im Prinzip handelt es sich dabei um zwei Glaskolben, die man hier in dem einen sich ein Adsorbens befindet, in dem Fall ist es Zeolit, in dem anderen Wasser. Und wenn man diesen Hebel hier umlegt, dann sieht man da eine Bewegung. Und als nächstes sieht man, dass das Wasser in diesem Kolben da gefriert. Das haben wir hier nochmal als Bilder aufgelöst. Was man noch hinzusagen muss, ist, dass dieses Adsorbens vorher getrocknet wurde und dass das ganze System evakuiert wurde. Also man hat davor die Luft abgesaugt, sodass da ein ganz niedriger Druck herrscht. Was hier passiert, ist das Phänomen, was man Adsorption nennt. Adsorbere lateinisch heißt aufsaugen, anlagern. Und dieses Adsorbens hier ist ein sehr poröses Material, hat also viele Kapillaren, hohe innere Oberfläche. Und wenn es im Vakuum oder auch grundsätzlich ist es hygroskopisch, im Vakuum noch umso mehr, saugt also praktisch Wasserdampf an und lagert es an der inneren Oberfläche an. Und durch dieses Ansaugen verdampft dieses Wasser, was eben Kälte erzeugt und die Wärme praktisch, die dem Raum entzogen wird oder diesem Prozess entzogen wird, geht halt eben mit dem Wasserdampf hier rüber, lagert sich an der Oberfläche an, wodurch sich es erhitzt. Das heißt, wir haben eine Energieertragung von da nach Übertragung von da nach da. Hier wird es kalt, da wird es warm. Also wenn man das in den Raum hält und das aus dem Raum raus, dann kühlt man damit entsprechend den Raum oder das Gebäude. In unseren Maschinen sind natürlich keine Glaskolben, sondern wir haben unterschiedliche Adsorbenzien zur Verfügung. Das hier ist das andere davon. Zeolit haben wir vorhin gesehen, das ist Siligagel. Wir beschichten damit Wärmetauscher und die stecken hier in unseren Maschinen unten drin, immer in so Doppelkammern. Hier sieht man das, ein beschichteter, unbeschichteter Wärmetauscher, ein Vakuumhimmel aus Edelstahl. Und hier saugt man das Vakuum ab. Und in einem Prozess, wo man erst praktisch dieses Adsorbens trocknet, also sprich hier wird auch noch Wasser eingefüllt, um es hygroskopisch zu machen und das Wasser hier auf den kleinen Wärmetauscher zu übertragen, regeneriert oder aktiviert man das Material. Und dann gibt es eine zweite Phase hier dargestellt, wo es genau andersrum geht, also wo dieses Adsorbens immer das Wasser ansaugt, es zum Verdampfen bringt und dadurch den Kaltwasserkreislauf kühlt. Der Vorteil davon ist, dass es eben, wie gesagt, kaum Wartung braucht, kaum Verschleiß hat und eben ich keinen Kompressor benötige und deswegen ganz wenig Strom verbrauche. Wie gesagt, wir haben zwei Adsorbenzien, Zeolit und Siligagel, die eben mit Wasser reagieren und die haben unterschiedliche Desorptions-, also Trocknungstemperaturen. Siligagel kann tatsächlich schon mit paar 50 Grad getrocknet und damit aktiviert werden. Zeolit braucht ein bisschen höhere, so 75 bis 80 in etwa. Daraus resultieren auch andere Kaltwasser, mögliche Kaltwassertemperaturen. Siligagel so ab die 10 Grad in etwa, Zeolit ein bisschen niedriger. Und Siligagel kann auch bei Außentemperaturen von um die 35 Grad kommt das so langsam an die Grenze. Zeolit kann auch 45 und höher betrieben werden. Über die Abwärmequellen hat der Herr Rakel ja vorhin schon einiges gesagt. Im Prinzip ganz einfach Wärme in dem Temperaturbereich zwischen um die 50 und 100 Grad, die zu dem Zeitpunkt für nichts anderes verwendet werden können. Und das liegt vor allem halt eben an den Umwandlungsfaktoren. Was kann man machen mit Kaltwasser von 10 bis 20 Grad? Na ja, gut, ich kann erstmal Gebäude kühlen. Über Luft, also in einer Lüftungsanlage oder einem Fancoil, also einem wandhängenden Gerät, so wie da. Man kann aber auch über Fläche kühlen, also Kühlsegel, Kühldecken, also Fußbodenheizung oder Fußbodenkühlung oder auch in der Betonkernaktivierung. Noch interessanter vielleicht, weil wir auch gerade über Abwärme und Industrie reden, ist natürlich die Prozesskühlung. Interessanter deswegen, weil die Temperaturen tendenziell eher ein bisschen höher sind und damit die Leistungen besser und effizienter. Und vor allem auch, weil die Laufzeit länger ist. Gebäudekühlung in Deutschland, in Mitteleuropa halt einfach nur ein paar Monate im Jahr.
Maschinenkühlung, solange wie ihre Prozesse laufen. Und je länger man praktisch Strom spart, umso besser natürlich für Effizienz oder für, für den ROI. Noch länger laufen Serverkühlungen, IT-Kühlung. Auch das ist in so einem Temperaturbereich ab 12, 14, 16 Grad und läuft natürlich 24/7. Der dritte Kreislauf, die Rückkühlung, also wo die Wärme eben entsprechend wieder abgegeben wird, haben wir ja vorhin schon gehört. Manchmal kann man das auch nutzen. Und wenn man zum Beispiel einen ganzjährigen Kühlprozess hat, dann kann man die Rückkühlwärme auch gut verwenden, um eine Fußbodenheizung zu betreiben. Spätestens, wenn es früher wird, funktioniert das halt nicht mehr. Dann könnte man die Wärme noch gut im Boden bunkern, also mit zum Beispiel Erdsonden oder Erdkörben. Oder man kann sie auch in eine Wärmesenke, also einem Fluss, See, Teich, Swimmingpool, Meer zum Beispiel abgeben, was insofern effizient ist, als man keinen Energieaufwand hat, um das Ganze loszuwerden. Sowas ist sicherlich die Idealvorstellung, dass man es nutzen kann oder einfach eine Senke abgeben. Häufiger ist aber, dass man praktisch die Außenluft verwenden muss als Wärmesenke. Und da ist das Übliche, zumindest von Kompressionskältemaschinen her, dass man es einfach mit einer trockenen Rückkühlung bewerkstelligt, also sprich Wärmetauscher hat, die mit Ventilatoren durch die Außenluft gekühlt werden. Das ist natürlich sehr wartungsarm und relativ einfach. Das Problem dabei ist ein Stück weit, dass natürlich die Rückkühltemperatur immer, also die Außentemperatur, die Rückkühltemperatur beeinflusst und Adsorbenzien, je nachdem, oder Absorbenzien, auch grundsätzlich thermische Kühlung, eher sensibel darauf reagiert, wenn das Ganze zu hoch ist, die Temperaturen zu hoch sind. Deswegen gibt es auch noch die Möglichkeit der evaporativen Rückkühlung, also dass man zum Beispiel mit Nasskühltürmen oder hybriden Kühltürmen arbeitet und entsprechend durch Wasserverdunstung diese Rückkühltemperaturen senkt. Wie gesagt, bei uns trifft es vor allem für Silikagel zu, was so ab 35 Grad Außentemperaturen Schwierigkeiten macht. Bei Zeolit geht es deutlich länger. Unser Portfolio ist so im Bereich, im kleinen oder mittleren Leistungsbereich. Unsere Maschinen fangen so bei ungefähr 10 kW Kälteleistung an, bis um die 100. Liegt vor allem daran, dass wir uns in den Bereich tummeln, dass wir in diesem Bereich tendenziell günstiger sind als die Schwestertechnologie Absorption. Bei höheren ändert sich das Ganze dann, was der Grund ist, weshalb wir uns vor allem in diesem Bereich tummeln. Sollte es Sinn machen, weil man zum Beispiel sehr niedrige Abwärmetemperaturen hat oder weil man mit durch die hohen möglichen Rückkühltemperaturen von Zeolit profitieren möchte, kann man natürlich auch mehrere von diesen Anlagen kaskadieren und auch größere Anlagen realisieren. Wir haben auch eine Baureihe, die wir Hybrid Chiller nennen, und genauso wie bei einem Hybridauto gibt es da im Prinzip zwei verschiedene Antriebe in einem Gehäuse, also eine Adsorptionskältemaschine kombiniert mit einer Kompressionskältemaschine, auch mit dem Kältemittel Propan zum Beispiel, um das GWP entsprechend niedrig zu halten, sodass man Grundlasten an Kälte erzeugen kann von Abwärme aus Abwärme mit der Adsorption. Und wenn das nicht mehr ausreicht oder wenn die Rückkühlbedingungen zu schwierig werden, dann schaltet sich der Kompressor, der eingebaute, mit dazu. Das kann man intern lösen, so wie hier, oder auch extern, aber speziell für kleinere, mittlere Anlagen ist natürlich so eine All-in-One-Lösung sehr gut geeignet. Wir haben eine Software selber entwickelt, die wir da AdCalc nennen. Und da bieten wir eben Simulationen an von Ihren Projekten. Wir haben also Fragebögen, wo wir sagen, was haben Sie für Abwärmetemperaturen, wie lange läuft es, was haben Sie für eine Kaltwassertemperatur, wo ist der Standort, wie sehen die Außentemperaturen aus. Und dann simulieren wir zum Beispiel einen Kälteverlauf übers Jahr, bezogen auf die örtlichen Klimadaten, und berechnen dann genau, wie viel Wärme wir brauchen, wie viel Kälte wir erzeugen können, wie viele Kühllaststunden es überhaupt gibt und wie wir da im Vergleich zu einer Kompressionskältemaschine abschneiden bezüglich eben des Wärmebedarfs, des Strombedarfs. Und je nachdem, was dann die Wärme kostet oder auch nicht kostet, bei Abwärme kostet sie ja meistens nichts, und des Strompreises lassen sich da gute Wirtschaftlichkeitsberechnungen daraus ableiten,
die wir eben auch entsprechend anbieten. Sollten Sie dann der Meinung sein, dass das eine Sache ist, die man gerne realisieren möchte, helfen wir Ihnen natürlich auch bei der Fördermittelbeantragung, erstellen Ihnen auch sämtliche Elektro- und Hydraulikpläne, die Sie dazu benutzen, liefern Ihnen nicht nur die Kältemaschine, sondern Sie, wenn Sie wollen, alles andere, inklusive Rückkühler, Pumpen und dergleichen auch. Dann lassen Sie das von einem örtlichen Installateur einbauen und dann kommen wir spätestens wieder zur Inbetriebnahme, um die Sache bei Ihnen zu starten und in Betrieb zu nehmen. Genau, also Rückkühler, Systemtrennungen. Ein paar Beispiele aus der Industrie, zum Beispiel haben wir hier eine Anwendung aus einem Spritzgussbetrieb. Hier gibt es einen Energiecontainer, da drin befindet sich ein BHKW und eine Adsorptionskältemaschine und ein Rückkühler davon auf dem Dach. Ein Spritzgussbetrieb hat so gut wie nie einen Wärmebedarf, weil es da eben ziemlich warm ist drinnen, immer einen Kältebedarf, was da heißt, ein BHKW ist eigentlich fehl am Platz, weil die Wärme nicht genutzt wird, aber wenn man aus der Wärme Kälte macht, dann wird da wieder ein Schuh draus, also sprich, macht es Sinn und genauso wurde das hier umgesetzt. Ein anderes Beispiel ist eine Druckluftanlage, wo in einem CNC-Betrieb, wo die Druckluft natürlich zum Betrieb der zur Produktion verwendet wird. Mit der Abwärme wird im Winter geheizt, was auch absolut Sinn macht, aber spätestens ab dem Frühjahr gibt es dafür keine Verwendung mehr und dann kann man die Wärme der Druckluftanlage zum Kühlen verwenden und im Winter, also mit einer Adsorptionskälteanlage und im Winter, wenn man praktisch die Wärme wieder zum Heizen brauchen kann, dann kann unsere Anlage auch freikühlen. Freikühlen bedeutet, dass man das Kaltwasser nicht dem Kälteprozess unterzieht, sondern praktisch direkt zum Rückkühler schickt, das Kaltwasser praktisch in der Außenluft abgekühlt wird. Alle unsere Anlagen sind grundsätzlich freikühlfähig, standardmäßig und brauchen da keine extra Ausrüstung dafür. Und das letzte Beispiel, was ich Ihnen mal so mitgebracht habe, ist ein bisschen spezielles, weil es hier die Abwärme von einem Computer kommt, also eine sehr niedrige Temperatur hat. Und es ist auch kein ganz normaler Computer, sondern es ist in dem Fall ein Supercomputer, der hier in München steht oder in der Nähe von München im Leibniz-Rechenzentrum. Das war das zweite von drei Projekten, die wir da realisiert haben. Das erste 2011, das zweite hier 2015, also mit einer Anlage 2011, hier 6 und 2015 und das große dann 2019. Diese Rechner hier sind eben sogenannte HPCs, High-Performance-Computer, die so hoch getaktet sind, dass man die Blades nicht mehr Luft kühlen kann, sondern die stecken dann in einer Wasserkühlung. Die CPUs hier liefern also Wärme mit einer Temperatur von etwas über 50 Grad, 52. Und die Temperatur geht hier, also dieses Wasser, das Kühlwasser der Rechner geht hier zu der Adsorption, die praktisch das Ganze abkühlt auf ungefähr 47 und wieder zurückschickt. Dieser Kreislauf, der praktisch die Adsorption antreibt, der kühlt die Rechner. Und mit dieser Wärme erzeugen wir Kälte von so 18 bis 20 Grad in etwa und damit kühlen wir die Peripherie des Rechners, also die Festplatten, die Netzwerkteile und das Gebäude an sich. Das ist sicherlich eine Spezialanwendung, aber ich zeige es halt eben deswegen gern, weil es auch eine Edge-Anwendung ist, wenn man so möchte. Also mit ein paar 50 Grad kann sonst kaum jemand oder eigentlich niemand Kälte erzeugen. Unsere Anlagen stehen mittlerweile auf der ganzen Welt. Wir haben schon um die 800 davon realisiert. Die allermeisten davon sind in und um Deutschland rundherum. Aber auf jedem Kontinent steht auch mindestens eine oder eher mehr. Und es gibt natürlich auch in Ihrer Region einige Anlagen. Ich habe da mal alle aufgeführt, die mir jetzt so bekannt waren. Und die Sie, wenn Sie wünschen, auch gerne mal besuchen können. Das Einzige, was hier eben auch in Mecklenburg-Vorpommern und ganz da oben ist, das in dem Hotel, die funktioniert derzeit noch nicht, weil der
obwohl sie schon länger installiert wurde, weil der Planer ein Problem hatte mit der Rückkühlung. Also das ist auch nicht ganz banal. Sind wir gerade dabei, umzurüsten, und dann kann man auch die besuchen, wenn man möchte. Ja, ein paar zum Abschluss möchte ich nur noch ein paar Schlagwörter oder ein paar Merksätze hier loswerden, so von wegen, also dass es wohl in vielen Betrieben Abwärme gibt, dass sich das unter Umständen schnell bezahlt machen kann oder auch länger, das muss man letztlich ansehen. Das hängt im Prinzip davon ab, was für Strompreise bestehen, was für Wärmepreise bestehen, wie lange die Laufzeiten sind und was die Einbrennung kostet sozusagen. Dann ist es umwelttechnisch so ziemlich das Beste, was man machen kann. Das ist absolut ungiftig, brennt nicht, explodiert nicht und braucht eben entsprechend wenig Strom, was entsprechend gut für die CO2-Bilanz und damit auch für ihr Marketing ist. Und damit bin ich dann am Ende und bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Feig, für den interessanten Vortrag. Gerne. Wir haben auch schon ein paar Fragen, aber wie gesagt, die behalten wir uns oder heben wir uns für den Schluss auf. So, und jetzt machen wir erstmal wieder weiter mit einer Umfrage, bevor wir zum Praxisteil kommen. Und die letzte Umfrage für heute heißt: Haben Sie zu Ihrer Abwärme gleichzeitig einen Wärme- oder Kältebedarf? Und Sie haben drei Antworten zur Auswahl: Ja, je nach Jahreszeit, B, nie oder C, immer. Ach, hallo, Herr Seifert. Hallo. So, ich glaube, wir können das mal auflösen und das Ergebnis zeigen. Und wir sehen, dass, wie viel sind es zusammen? 53% haben tatsächlich Abwärme gleichzeitig zu einem Wärme- und Kältebedarf. Das heißt, sie können die Abwärme nutzen. Und ganz schön viele von Ihnen, also 47%, haben geantwortet, dass sie nie gleichzeitig zur Abwärme auch einen Wärme- und Kältebedarf haben. Okay, herzlichen Dank. Kann vielleicht Herr Seifert gleich auch noch mal was dazu sagen. Genau, dann starten wir jetzt mal mit einem Praxisteil. Und dazu haben wir heute Thomas Seifert von der Firma Bio-Rad Energy Performance Solutions GmbH eingeladen. Er hat bereits in vielen Unternehmen Wärmerückgewinnungsanlagen installiert und zeigt uns anhand eines Beispiels, wie das genau funktioniert. Und je nachdem, wie wir in der Zeit liegen, schaffen wir vielleicht auch noch das ein oder andere Beispiel mehr. Sie haben das Wort, Herr Seifert. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ich bin leider ein bisschen verschnupft, gebe mir größte Mühe, klar und deutlich zu reden. Ja, ganz kurz zu uns, Firma Bio-Rad. Wir sind ein Ingenieurbüro mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Energieeffizienz. Mit der Besonderheit, dass wir vor 15 Jahren angefangen haben, in Industrie, Gewerbe, kommunalen Einrichtungen Eigenstromerzeugungsanlagen mitzuplanen, weil wir ganz einfach aufgrund der Hebelwirkung, die durch die Stromerzeugung, die dezentrale Stromerzeugung vor Ort, solche Maßnahmen wie zum Beispiel Wärmerückgewinnung, die doch manchmal etwas längere ROIs haben, in der Gesamtbetrachtung ganz einfach mitzunehmen und nutzbar zu machen. Ja, in Anbetracht der Zeit, ich glaube, ich habe maximal eine Viertelstunde. Ich möchte das jetzt auch nicht überstrapazieren zu dieser späten Stunde. Ich habe Ihnen einfach mal ein Beispiel mitgebracht, weil wir haben jetzt über viele Möglichkeiten gehört, aber was natürlich viele interessiert, was kostet sowas? Ne? Wo liegen dann wirklich die Benefits, die Savings, respektive welche Fördermittel? Und das möchte ich Ihnen hier an einem anonymisierten Projekt, was wir letztes Jahr bei einem Lebensmittelbetrieb in Tangermünde umgesetzt haben oder erarbeitet haben,
anhand einer Wärmerückgewinnung aus Kompressoren einfach mal praxisnah darstellen. Der Aufbau, wir haben natürlich vorab eine Ist-Bestandsaufnahme gemacht. Es ist in diesem Unternehmen ein neuer Kompressor dazugekommen, der ist hier auf dem Bild zu sehen. Typischerweise hier im Prinzip die Wärmevernichtung an die Außenluft. Der Kompressor ist aber vom Unternehmen bestellt worden mit der Möglichkeit der Wärmerückgewinnung, was sehr sinnvoll war. Ein bestehender Kompressor in diesem Unternehmen wurde schon hier in eine bestehende Wärmeverteilung eingebunden. Ein relativ klassischer Fall, nicht unbedingt der effizienteste. Man schleift im Grunde genommen die Wärmerückgewinnung hier in den Rücklauf an sich unkonditioniert ein. Also hier in diesem Falle kennt man weder die Volumenströme noch die Temperaturen, die so eine Wärmerückgewinnung im Gesamtsystem nachher erzeugen. Hier im unteren linken Bild ist die Situation dargestellt der Nachheizung dieses Verteilerbalkens. Hier als Besonderheit ein Dampfwärmetauscher und ein redundanter Thermoölwärmetauscher. Das sind natürlich ideale Voraussetzungen gewesen, um entsprechende Wirtschaftlichkeiten aufzubauen. Denn wenn ich jetzt hier als Nachheizenergie Dampf verwende, dann ist es natürlich einer der teuersten Energieformen. So haben wir das Anlagenkonzept eben vorgefunden. Wie geschildert, der Kompressor in die Rücklaufleitung eingebunden. Die Pumpe lief kontinuierlich, egal ob der Kompressor arbeitete oder nicht. Das sind natürlich etwas unglückliche Verhältnisse, weil sich dadurch eben auch Temperatursenken, ungewollte Temperatursenken ergeben, wenn der Kompressor halt nicht läuft. Dann haben wir das gesamte Schema einfach mal neu überplant mit dem neuen Kompressor, haben einen Pufferspeicher vorgesehen und in der Gesamtkonstellation sind hier für die beiden Kompressoren, bei uns im Haus ist dafür eine FPS entwickelt worden. Das heißt, wir planen diese ganze Thematik nicht nur, sondern entwickeln auch die entsprechenden Steuer- und Regelungskonzepte für diese maßgeschneiderten Lösungen. Und hier haben wir ein Konzept entwickelt, welches die Pumpendrehzahl geregelt betreibt, in Abhängigkeit der Leistung der Druckluftanlagen, sodass wir davon ausgehen können, dass wir mit konstanten Temperaturen den Pufferspeicher hier beladen können und dann vorrangig aus diesem hohen Temperaturbereich, der zur Verfügung steht, wenn man eben den Volumenstrom an die Leistung anpassen kann, konnten wir dann eben hier gleich die Warmwassererzeugung direkt aus dieser Abwärme realisieren, ohne viel oder im Vergleich zu dem jetzt, also dem vorherigen Zustand, noch viel Dampf zu benötigen. Hier nochmal im Detail dargestellt, aber da will ich jetzt gar nicht in die Einzelheiten gehen. Wer dazu detaillierte Fragen hat, kann sich gerne an mich wenden. Wie gesagt, es geht einfach mal um ein Beispiel aus der Praxis. Hier haben wir den Wärmebedarf, also sprich die Nachheizung, die uns vom Kunden zur Verfügung gestellt worden ist durch sein Messsteuersystem, wo man eben deutlich sieht, dass eben in den Monaten zum Jahresbeginn und in den Monaten zum Jahresende über den Dampfwärmetauscher nicht unerhebliche Energien in Spitzenleistung 600 kW in diesen Verteilerbalken eingetrieben werden können. Das Ganze nochmal auf verschiedene Monate dann bereinigt. Also wir haben dann hier errechnen und ermitteln können die entsprechenden Leistungen der beiden Kompressoren, die dann im Prinzip den Energieeinsatz auf der Dampfseite eben substituieren können. In einem geordneten Wärmelastgang sieht man deutlich, welche große Bereiche dann hier in Form dieser Wärmerückgewinnung im Prinzip abgedeckt werden können. Das Ganze monetär dann zu bewerten, haben wir dann im Prinzip diese Auswertung über die Laufzeiten an der Ist-Simulation des bestehenden Lastgangs dann getätigt, um dann eben genau abzuschätzen, welche Laufzeiten erreichen wir wirklich
und welche Möglichkeiten haben wir dann an Energieauskopplung, weil das natürlich für die ROI-Betrachtung Aufwand Nutzen für das Unternehmen logischerweise von Interesse war. Dampfbezug ist dort um 25.000 Euro zurückgegangen. Kosten für Erdgas für die weitere Nachheizung, sodass wir hier auf ein Gesamteinsparpotenzial von knapp 29.000 Euro kamen. Das Ganze hier nochmal dargestellt in einem Balkendiagramm. Unter Berücksichtigung von Förderung, Investition, Laufzeit, Zinssatz ergibt sich hier im Grunde genommen eine Kapitalfreistellung trotz Maßnahme in Größenordnung von ca. 18.000 Euro. Wir haben dahingehend eine Gesamtkostenschätzung, die dort in diesem Unternehmen sehr aufwendig war. Es waren statische Ertüchtigungen notwendig, um den 15.000 Liter Pufferspeicher aufzustellen, sodass wir hier ein Gesamtbauvolumen von 200.000 Euro bewegt haben, der dann über die im letzten Jahr gültigen Fördermodule 3 und 4 mit entsprechenden 30% bzw. 40% förderfähigen Investitionskosten bezuschusst worden ist, sodass letztendlich das Unternehmen eine Kostengröße von 146 Euro tragen musste und einen Zuschuss einmal in Größenordnung 58.000 und einmal 15.000 Euro gewährt wurde. Also knapp 40% der Gesamtmaßnahme konnten wir eben in Förderung bringen und haben dahingehend diese Thematik beim Kunden erfolgreich umgesetzt mit einem ROI letztendlich von etwa 4 Jahren gesamt. Ja, das war das so in Kürze. Ihnen mal ein praktisches Beispiel und einen möglichen Ablauf von einem Wärmerückgewinnungsprojekt zu schildern. Jegliche Wärmerückgewinnungsprojekte sind wie eben auch unsere gesamtheitlichen Energiekonzepte immer Maßanfertigungen, die quasi einen Maßanzug für das jeweilige Unternehmen darstellen müssen. Danke für die Aufmerksamkeit. Super, herzlichen Dank, Herr Seifert. Das ging ja fix, Mensch. Ja. Wir müssen das ja nicht überstrapazieren. Jeder bekommt diese Folien. Wie gesagt, jeder kann das sich nochmal im Detail anschauen. Wenn Rückfragen sind, sehr, sehr gerne. Ich muss auch offen gestehen, meine Stimme ist ja, heute okay. Abend nicht mehr die beste. Vielen Dank. Ja, alles klar. Dafür haben wir natürlich Verständnis, Herr Seifert. So, dann starten wir jetzt mal mit unserem Fragen- und Diskussionsteil. Und dann nehmen wir natürlich erstmal die Fragen, die schon da sind. Sie können aber jederzeit natürlich jetzt gerne noch Fragen stellen, die noch aufgetaucht sind. Also zögern Sie nicht. Dafür sind wir jetzt da. So, dann fangen wir mal an mit einer Frage von Frau List. Und die lautet: Kann man Abwärme auch verstromen? Und da ich im Moment nur Sie sehe, Herr Seifert, stelle ich die Frage einfach mal Ihnen. Sie haben keinen Ton. Dürfte es gehen? Jetzt. Ja, man kann Abwärme verstromen. Herr Rakel sagte das ja eingangs, dass es eben über ORC-Anlagen möglich ist. Das ist dann wieder eine ganz, ganz, ganz individuelle Betrachtung, ob eben die Quelltemperatur, die zur Verfügung steht, ausreicht für diesen ORC-Prozess und ob sich diese Gesamtmaßnahme mit nicht unerheblichen Investitionskosten in einem ROI-Bereich befindet, der für das jeweilige Unternehmen halt passt. Ich bin seit über 15 Jahren in der Industrie unterwegs und ich kenne die Ansprüche, die die Unternehmen haben. Und bei solchen Ansprüchen wie es muss sich unterhalb von 3 Jahren amortisieren, könnte das durchaus schwierig werden in einem ORC-Prozess. Herr Rakel? Arne, möchtest du ergänzen? Ja,
Das ist im Wesentlichen richtig, soweit man das überhaupt verallgemeinern kann. Das sind natürlich OAC-Anlagen, sind Anlagen, die man jetzt nicht für den Hausgebrauch oder haushaltsähnlichen Bereich, so im Bereich unter 250, 300 kW, braucht man eigentlich nicht drüber nachdenken, weil die Technik da zu hohe Verluste hat, um wirklich wirtschaftlich arbeiten zu können. Ab 500, 600 kW fängt das an, Spaß zu machen. Und gerade dann, wenn es sich um fossile Energieträger, die sich nicht vermeiden lassen, zu benutzen handelt, dann kann man mit Abgaswärmetauschern dort einen Teil der Energie zurückholen, um sie zu verstromen. Der Hinweis auf Wirkungsgrade von 15-20% ist aber auch nochmal angebracht und setzt dann gleichzeitig den Investitionsaufwand auch so ein bisschen ins Verhältnis. Das ist eine sehr individuelle Sache, die man prüfen muss, wann sich das rechnet. Es gibt auch solche Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern, keine Frage. Aber da müssen wir ganz genau hinschauen und das würde ich dann auch gerne mit Ihnen tun, wenn Sie das konkret interessiert. Okay, alles klar. Danke, Anne. Eine Frage an Herrn Feig von Herrn Schulz. Können Sie uns eine Anwendung von der Kombinationsanwendung Ihrer Hybrid-Wärmepumpe aufzeigen? Naja, also da gibt es unterschiedliche Varianten. Der klassische Einsatz ist halt eben praktisch Grundlast, Spitzenlast oder auch Backup. Also sprich, dass man zum Beispiel eine begrenzte Wärme- oder Abwärmequelle hat und also eine Grundlast aus der Abwärme erzeugt und alles, was man dann noch on top braucht, gelegentlich oder auch konstant, würde dann eben praktisch die Kompression machen. Eine andere Variante ist, dass man das Ganze seriell verschaltet. Also sprich, dass man zum Beispiel mit der Adsorption vorkühlt und dann mit der Kompression noch ein bisschen nachkühlt, weil man damit weiter runterkommt von den Temperaturen her. Oder die dritte Variante, das ist halt eben praktisch die Backup-Funktion. Ich hatte darauf angesprochen, dass die bei den höheren Außentemperaturen, also über 35 Grad, Silikagel und trockene Rückkühlung schwierig ist. Und da kann dann die Kompression praktisch unterstützen für diese Stunden. Oder auch, wenn halt eben gerade keine Wärmequelle zur Verfügung steht. Man denkt zum Beispiel an ein BHKW oder an Solarthermie oder an schwankende Produktionsprozesse, wo halt nicht konstant Wärme zur Verfügung steht. Und immer dann, wenn keine da ist, würde die Kompression praktisch mit dazu springen. Okay, vielen Dank, Herr Feig. Eine Frage an Sie, Herr Seifert. Und zwar geht es da um die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Welchen Energiepreis haben Sie für den Dampf und das Erdgas als Grundlage genommen? Ich würde Sie bitten, das nochmal kurz zu wiederholen. Welche Grundkosten, war das richtig? Warten Sie mal, welchen Energiepreis haben Sie für den Dampf und das Erdgas als Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsberechnung angesetzt? Ja, das sind alles kundenspezifische Daten, die wir für die Berechnung verwenden oder verwendet haben, so muss man es ja sagen. Industriekunden befinden sich ja in der Regel in einem ein- oder zwei- oder dreijährigen Liefervertrag mit entsprechenden Kosten. Und dahingehend kann ich ja letztendlich den Gaspreis all-in ablesen, der dann eben für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung relevant ist. Und was den Dampf, die Dampfkosten angeht, da sind in der Regel die Kesselwärter vor Ort immer so kompetent, dass sie über den Jahresnutzungsgrad der Anlage uns eben einen Dampfpreis nennen, der dann in die Wirtschaftlichkeitsberechnung einfließt. Also letztes Jahr, kann ich mich erinnern, sind wir bei dem Projekt von Dampfkosten von 8,5 Cent je Kilowattstunde ausgegangen. Da war die Welt noch in Ordnung. Okay, alles klar. Danke. So, da haben wir eine weitere Frage, die geht an dich, Arne, von Herrn Geil. Ist die Entfernung Quelle-Senke ein wesentlicher Return-on-Investment-Faktor? Ja, das ist natürlich wie bei jeder Frage der Energieübertragung ein Problem dann, wenn wir zu hohe Druckverluste produzieren. Druckverluste sind wiederum Energieverluste, die wir bezahlen müssen, sei es welches Medium wir auch immer verwenden dort, ob das jetzt Luft, Flüssigkeit, Gas, Kühlsohle ist. Da muss man natürlich auch irgendwo Grenzen technische erkennen, die sich dann in Dimensionierung, die man nicht mehr bezahlen will, äußern würde oder auch in Transportenergieaufwände, die den angestrebten Nutzen nicht mehr wirtschaftlich werden lassen. Also ich würde in diesem Sinne
auf die Frage mit Ja beantworten und würde das im Einzelfalle tatsächlich dann auf eine Prüfung ankommen lassen. Okay, alles klar. Herr Feig, möchten Sie ergänzen, oder? Ja, wie gesagt, wirtschaftliche Faktoren, halt einfach auch Rohrleitungen und dergleichen, also Investmentkosten sind natürlich also maßgebend oder beziehungsweise werden stark beeinflusst durch Entfernungen. Okay, alles klar. Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Gibt es eine maximale Entfernung, Quelle, Senke für die Wirtschaftlichkeit? Frage an Herrn Rakel. Ich würde sagen, eine maximale Entfernung würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen beziehungsweise erwähnen wollen. Die maximale Entfernung ist die Entfernung, wo sich der Betriebsaufwand für die Überbrückung der Entfernung in Größenordnung bewegt, die Menge der Wärmerückgewinnung oder der Energierückgewinnung, die letztendlich zu einer Kosteneinsparung führen soll, überschreitet. Das bedeutet Transportenergieaufwendungen, Druckverluste, Pumpen etc. und Dimensionierungsaufwände wie Querschnitte wegen der Druckverluste und so weiter. Da gibt es schon Grenzen und die Grenze ist die Wirtschaftlichkeit. Also die zweite Frage dann quasi mit der ersten beantwortet, ja. Okay, ja. Das macht Sinn. Herr Schulz stellt eine weitere Frage. Welchen Erdgaspreis würden Sie derzeit für die Wirtschaftlichkeitsberechnung ansetzen, wenn der Erdgaspreis bis zum 30.09.2022 vertraglich gesichert ist, Herr Seifert? Wir bilden momentan über die Börse Preise ab seit über einem halben Jahr, um genau diese wichtige Frage beantworten zu können. Und so wie es derzeit aussieht, wenn ich zum heutigen Stand für das Jahr 23 Gas einkaufen wollte, dann bewegt sich derzeit der Börsenpreis um 4,5 Cent als Arbeitspreis plus Netzkosten plus Steuern. Okay. Gut. Beim Strom ist es aber ähnlich. Also dort müssen wir uns für 2023 um 11 Cent einstellen als Arbeitspreis. Alles klar. Okay. Gut, ich hoffe, wir haben damit Ihre Frage beantwortet, Herr Schulz. Wie es aussieht, sind wir damit tatsächlich schon, also die Fragen sind alle beantwortet. Wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben, dann bitte wenden Sie sich gerne jederzeit an uns per E-Mail, Telefon oder auch über unsere sozialen Medien. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Abwärme in fast jedem Unternehmen in irgendeiner Form anfällt und sinnvoll genutzt werden sollte, insbesondere weil sie die Energie bereits bezahlt haben und damit Kosten und CO2 einsparen können. Wir haben Ihnen heute diverse Maßnahmen für eine sinnvolle Nutzung vorgestellt und Ihnen außerdem gezeigt, welche Unterstützung Sie vom Staat in Form von Fördermitteln erhalten können. Mein Kollege hatte vorhin schon darauf hingewiesen, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat am 11.01. in seiner Eröffnungsbilanz Klimaschutz angekündigt, dass die Förderbedingungen zur Nutzung von Abwärme stetig optimiert werden sollen und der Abbau von nicht monetären Barrieren für eine stärkere Abwärmenutzung weiter angegangen wird. Wir dürfen also gespannt sein, was da im April bzw. im Sommer mit den beiden Klimapaketen veröffentlicht wird. Und leider erst April und Sommer, dann wissen wir alle mehr. Wie gesagt, wenn Ihnen noch was einfällt im Nachgang, also wir vermitteln auch gerne, ich habe hier gesehen, jemand möchte die Kontaktdaten von unseren Referenten, die vermitteln wir natürlich gerne dann im Nachhinein auch. Und wenn Sie gerne einen kostenlosen Beratungstermin mit Herrn Rakel vereinbaren wollen, melden Sie sich jederzeit. Aber Achtung, unsere Kampagne läuft im Juni voraussichtlich aus. Also wer noch eine Beratung möchte, der muss sich leider beeilen. So, wir freuen uns natürlich darauf, Sie bei einem unserer nächsten Stammtische wiederzusehen. Am 22.02. haben wir das Thema Biomasse. Wärmeversorgung im Unternehmen mit nachwachsenden Rohstoffen. Mit dabei ist Hans-Jürgen Ittner, Projektingenieur von Binder Herz Energietechnik GmbH. Im März geht es dann wieder um die Eigenversorgung mit Strom aus Photovoltaikanlagen. Als Referentin ist Petra Schmigalle vom Modulehersteller Meyer Burger dabei und Herr Siech von AKC Cutting aus Rostock wird über die Erfahrung mit der eigenen PV-Anlage berichten.
Über unsere aktuellen Termine können Sie sich natürlich auch jederzeit auf unserer Homepage erkundigen. Ja, und in den nächsten Tagen erhalten Sie von uns eine E-Mail mit den Links zu den Präsentationen sowie der Webinaraufzeichnung. Und für heute Abend bedanken wir uns ganz herzlich bei Herrn Feig und natürlich auch bei Herrn Seifert und unseren Teilnehmern. Wir wünschen allen noch einen schönen Abend und gute Besserung, Herr Seifert. Vielen Dank. Und alle anderen, bleiben Sie bitte gesund. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Machen Sie es gut. Bis bald. Schönen Abend. Wiedersehen. Schönen Abend. Tschüss.